Ahoi und Tag gesagt, ich zeige dir heute und nur hier alles Wissenswerte, was du über den Bioflow von Juwel wissen musst. Vor kurzem erst habe ich ein Video mit Innenfiltern im Vergleich veröffentlicht. Jetzt möchte ich dir einen der beliebtesten Innenfilter Europas nicht vorenthalten. Vorerst die Fakten. Die Firma Juwel hat 1968 das erste Aquarium mit Alurahmen und integrierter Beleuchtung hergestellt. Seit 1990 wurde dann das erste Komplettaquarium mit Beleuchtung und dem patentierten Filtersystem gebaut. Man kann sagen, das ist der Vorgänger vom heutigen Bioflow. Diesen gibt es heutzutage in folgenden Varianten: als Schwammfilter, den Bioflow 1 bis 80 Liter Aquarien und den Bioflow Super bis 150 Liter Aquarien. Dann gibt es die Bioflow Filtersysteme M bis 300 Liter, L bis 400 Liter und XL bis 500 Liter. Das System stelle ich dir jetzt genauer vor. Das hier ist der Bioflow in der Größe M. Das Filtergehäuse hat einen Deckel mit Kabelauslassung. In dem Gehäuse ist Platz für die Strömungspumpe EcoFlow 600 und einen Juwel Heizstab mit 100 Watt. Die Trennwand zwischen Technik und Filter kannst du herausziehen, das ist verdammt praktisch zum Reinigen. Standardgemäß bekommst du den Bioflow mit zwei Filtereinheiten zum Herausziehen. Die obere mechanisch-chemische Einheit und die untere biologische Filtereinheit. Die Plastiklaschen haben Zacken an den Seiten, damit deine Filtermedien besser halten. Die Filterung, wie sie vom Hersteller in jeder Bioflow-Einheit mitgeliefert wird. Ganz oben die Filterwatte, besteht aus Polyesterfasern, darunter zwei chemische Filter, das BioCarb, das ist ein schwarzer mit Aktivkohle getränkter Filterschwamm und ein grüner Nitratentferner. In diesem Schwamm sind zwei Kapseln mit speziellen Mikroorganismen zum Abbau von Ammonium und Nitrit enthalten, die sich im Filter verteilen. Zudem gibt es einen anaeroben Abbau von Nitrat. Deswegen heißt dieser grüne Schwamm hier auch Nitrax. Dann ein BioPlus Coarse, also ein grobporiger Filterschwamm. Dieser dient zur mechanischen und biologischen Filterung im aeroben Bereich. Last but not least zweimal BioPlus Fein, feine Filterschwämme zur biologischen Filterung im anaeroben Bereich. Das sind die Filtermedien, die Juwel mit dem Bioflow zusammen verschickt. Nun kannst du von Juwel optional vier verschiedene Plastikeinsätze nachkaufen. Diese werden nicht mitgeliefert. Für die obere Filtereinheit das Carbax, nochmal hochwirksame steinkohlebasierte Kornaktivkohle. Und für die untere Filtereinheit gibt es das Cirax hier, ein Keramikgranulat mit großer Oberfläche. Außerdem kannst du noch Thorax kaufen, das ist ein Aluminiummineral, das gelöstes Phosphat bindet. Und Amorax, das wiederum ist reines Zeolit, was Ammonium bindet und damit das Entstehen von Ammoniak verhindert. Für den Bioflow-Filter kannst du außerdem diverses an Zubehör kaufen. Einen Skimmer mit eigener Pumpe wird vor dem Auslassrohr montiert. Einen O2-Diffusor kannst du auch dort positionieren. Es gibt Verkleidungen in Steinoptik für alle Filtervarianten und wie eben schon gesehen eine passende Heizung. Dieses Bioflow-Filtergehäuse wird übrigens standardgemäß in allen Juwel-Aquarien verbaut. Das Filtergehäuse hat oben die Ansaugöffnung und unten seitlich zwei Filterschlitze für die Heizung. Wenn diese in Betrieb ist, steigt das erwärmte Wasser nach oben und erzeugt so eine warme Strömung im Filter. Die Filterung ist etwas komplexer, hier gibt es zwei Filterströme. Im mechanisch-chemischen oberen Teil gibt es einen schnelleren Durchfluss und im biologischen Teil des Filters fließt das Wasser langsamer. Also schnellere Strömung oben und ein etwas langsamerer Durchfluss unten, welches der Grund sein dürfte, warum oben die groben und unten die feinen Filterschwämme verbaut sind. Geliefert wird eine EcoFlow Umwälzpumpe. Diese kann mit Keramikachsen ausgerüstet werden und ist dann auch für Meerwasser kompatibel. Das Nebenstromprinzip bewirkt eine permanente und automatische Reinigung der Impellerkammer. Juwel EcoFlow Pumpen sind in den Leistungsklassen 300, 500, 600, 1000 und 1500 Liter pro Stunde erhältlich. Das hier ist die 600er mit einem 3,5 Liter Filtervolumen. Die Pumpe fördert, wie der Name schon sagt, 600 Liter die Stunde bei einer Leistungsaufnahme von 7 Watt. Im Jahr kostet dich das ca. 18 Euro Strom. Nach Angaben von Juwel solltest du die Pumpe einmal im Monat reinigen. Das günstigste Angebot für eine einzelne Pumpe lag bei ca. 30 Euro. Wenn du schon einen Bioflow im Einsatz hast, wirst du es kennen. Garnelensicher sind diese Filter bisher leider nicht gewesen. Hier oben auf der Filterwatte schwammen regelmäßig die Zwerggarnelen, kleine Fische und Schwimmpflanzen. Wenn du Pech hattest, so wie ich hier, verschwindet deine schwangere Hochzuchtgarnele auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen der Filtereingeweide. Damit ist seit neuestem Schluss, denn jetzt hat Juwel den Filtergrid entwickelt und auf den Markt gebracht. Der feinmaschige Einlaufschutz, so wird er genannt, passt auf alle Bioflow-Systeme. Die besondere Form hier verringert nicht die Durchflussmenge und garantiert eine
eine gleichbleibende Filterleistung. Na, kicken wir mal, was da gekommen ist. Das Set besteht aus 4 Teilen. Der gewölbte Einlaufschutz, ein Seitengitter und 2 Pins zum Befestigen. Die Installation ist kinderleicht. Die Gitter kannst du einhängen und oben mit dem Pins sichern. Die Pins müssen bei der Filterreinigung allerdings entfernt werden und lösen sich äußerst schnell von alleine. Keine Sorge, wenn dir mal ein Pin ins Wasser fällt, die schwimmen auf der Wasseroberfläche, was mal eine richtig gute Idee ist. Die ganze Technik sitzt also im kleineren vorderen Teil des Gehäuses. Dahinter werden die Filtermedien platziert. Du erkennst hier an den Öffnungen, wie das Doppelstromprinzip funktioniert. Unter der ersten Filtereinheit entsteht ein längerer und somit langsamerer Strom. Unter der oberen Einheit fließt das Wasser kürzer und wird, wie schon erwähnt, schneller angesaugt. Ihr seht also ein breit gefächertes Sortiment, welches mich gleich zum nächsten Punkt bringt, den Kosten. Der Filtergrid Einlaufschutz kostet etwa 10 Euro und den Bioflow M kannst du schon für etwas mehr als 60 Euro erwerben. Im Starter-Set sind alle Filtermedien bis auf die Plastikeinsätze. Wenn du es genauer wissen willst, hier die günstigsten von mir recherchierten Preise zu den jeweiligen Filtermedien Größe M anhand eines Beispieles. Und ganz wichtig natürlich, wie lange diese halten. Wenn du dir jedes dieser 9 Filtermedien für eine Komplettbestückung einzeln kaufst, zahlst du etwas über 50 Euro. Nun ist es aber so, dass die einzelnen Medien ein Haltbarkeitsdatum haben. Das Vorrat sogar nur 2 Wochen. Ich beginne mal mit meiner Standardbestückung. So könntest du den Filter das ganze Jahr über betreiben. Die beiden Aktivkohlefilter wirst du höchstwahrscheinlich nicht das ganze Jahr brauchen, deswegen lasse ich diese weg. Auch auf das Forax und Amorax verzichte ich. Von unten nach oben, 2x Biofine kostet einer 1,75 und hält 9 Monate. Darüber habe ich mich für das Zirax entschieden, 6,89 Euro hält das ganze Jahr. An die untere Filtereinheit muss ich also nur einmal im Jahr, um die Schwämme zu tauschen. Dann oben 2 Schwämme Bio plus Grob, kostet einer 3,49 Euro und soll 3 Monate halten. Darüber die Nitrax-Kapseln, ein Schwamm kostet dich 3,99 Euro und hält 2 Monate. Ganz oben das Biopad kostet 1,39 Euro, es sind 5 Filterwatten in Zeit und muss laut Hersteller einmal wöchentlich erneuert werden. Wie du mich kennst, schaue ich mir das hier natürlich noch genauer an und ich habe mir für dich die Mühen gemacht, die Kosten der eben genannten Filtermedien in einem Jahr auszurechnen. Wenn du also nur diese Standardfiltermedien, wie ich sie dir hier zusammengestellt habe, vom Hersteller empfohlen, im Jahr einzeln wechselst, zahlst du komplett etwa 80 Euro. Ein Jahr hat 52 Wochen, man braucht also mindestens 10 Verpackungen Biopads im Jahr, 4x Bio plus Fein, 1x Zirax, 8x Bio plus Grob und 4x Nitrax, um das ganze Jahr effektiv mit diesen von mir gezeigten Medien durchzufiltern. Willst du darüber hinaus den Aktivkohleschwamm und die 4 Specials Carbax, Amorax und Forax einsetzen, zahlst du über das Jahr verteilt mit allen Wechselintervallen weit über 100 Euro. Die Filter sollten natürlich nicht alle auf einmal gewechselt werden, um deine Bakterienkulturen zu schonen. Der Hersteller empfiehlt, das Filtergehäuse mit Conexo einzukleben, das kannst du auch von Juwel kaufen. Zur Lautstärke muss man sagen, wenn du den Filter regelmäßig reinigst, ist er wirklich leiser. Das Pumpenkabel überträgt manchmal Schallwellen, wenn die Abdeckung nicht richtig sitzt. Alles in allem ist die Pumpe jedoch fast lautlos. Im Schlafzimmer würde ich sie allerdings nur bedingt empfehlen. Schreib du mir doch in die Kommentare, wie deine Erfahrungen mit deinem Juwel-Aquarium sind. Hinter dem Filter kann es nach einiger Zeit zu einer Mulmablagerung kommen. Dabei handelt es sich laut Juwel jedoch lediglich um eine optische Beeinträchtigung. Du kannst hier eine spezielle Folie zur Filterkaschierung einkleben. Mich stört das nur bedingt, lange Zeit ist es mir gar nicht aufgefallen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gesehen hast. Solltest du eine Frage oder Anregung haben, hinterlasse mir doch einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du dieses Video teilst. Das war's schon wieder von mir für dich aus Berlin. Hinterlass ein Abo und einen Daumen, Glocke klicken nicht vergessen. Wenn du magst, kick mal wieder rein, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ahoi und Tag gesagt.